Und damit willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Machen wir zuallererst mal das Toadhaus. Und sorry noch für die Hand im letzten Part am Ende. Oh man. Hinter der Tür gibt es Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Jo. Okay. Ja, gut. Ups. Dumm. Nein. Wird nicht voll kacke. War immer eine Eisblume. Ja. Zwei Sachen schon mal. Okay. Ja, gut. Yes. Ich glaube, das ist eine Spöse. Das aber auch. Scheiße. Na gut. Na egal. Ja, gut. Und weil wir gerade mal so nebenfreudig sind, gehen wir auch gleich mal hier und holen uns einen Stern. Ein seltenes Item ist hier hinten. Immer gut zu gebrauchen. Ja. Ich hab's total falsch gelesen, aber scheiß drauf. Heute kommt das erste. Ja, das erste Teil. Ja, das erste Teil, ja. Oh man. Ihr müsst wissen, bei mir ist das Bild total schwarz, weil sonst seht ihr nichts. Und naja. Ich will euch ja was bieten. Und. Oh Mann, macht doch nicht den scheiß Ansprung. Gut. Und bei mir ist gerade verdammt dunkel. Okay, ich erkenne noch was. Andernfalls würde ich wahrscheinlich kaum so spielen. Aber naja, das beste Bild ist es jetzt nicht gerade. Naja, okay. Eigentlich hat er mich getroffen, aber gut. Ah. Wollte ich doch gar nicht. Nein! Komm zurück. Boah, schön. Ich war kurz davor zu springen. Kein Witz. Hätte es ehrlich gemacht. Hättet mir das ruhig zutrauen können. Hätte ich das sowieso mache. Von dem her. Nein! Jetzt gekommen! Nehme ich halt den umständlichen Weg. Boah! Ja. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bevor ich mir noch den Kopf anstoße. Habe ich eh schon gemacht, aber scheiß drauf. Warum sonst würde Mario das machen? Nein, ich vollpfosten. Hier unten war ein Starcoin. Scheiße. Jetzt kann ich das Level nochmal machen. Wow. Wie als hätte ich es gewollt. Was Besseres als die Eisblume gibt es hier eigentlich gar nicht. Nein. Warten. Hier heißt es echt warten. Ich hasse warten. Und dann verkacken. Verkacken ist immer gut. Nicht gewusst? Verkacken ist. Ja. Warten ist scheiße. Ich weiß ja nicht, wie ihr warten seht, aber warten ist scheiße, finde ich. Ja, komm schon! Scheiß! Nein! Ich sag nichts mehr. Ehrlich, ich halt's Maul. Seh scheiße, was ich laber. Ah. Junge, du machst jetzt diesen scheiß Wandsprung. Meine
Fresse, das ist das erste Castle. Hier heißt es nur springen und warten. Beides müsste ich beherrschen irgendwann mal. Gut. Ja, okay. Ich bin mal keine Pussy und behalte die Eisblume. Ja, rast halt aus. So, gut. Erste Schlag hätten wir schon mal. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil das ist eigentlich die Pussy-Variante, aber gut. Bam! Gut. Wenn du meinst. Ja, ich muss die X-Castle nochmal machen. Oh, Mann. Und ich frage mich trotzdem jedes Mal, wie kann der bitte schön durch die Wand springen? Das ist, glaube ich, Iggy, ne? Ich kenne mich leider nicht hundertprozentig mit den Namen aus. Sorry. Ja. Jo. Gut. Jo. Und ich werde in diesem Part wahrscheinlich nichts anderes machen nach dem, weil sonst kann ich die erste Aufnahmesession nicht mehr beenden. Boah. Ja. Nein! Nein! Oh. Du bist schuld. Immer Hauptsache jemand anderem die Schuld geben. Ich bin doch nicht schuld, nein. Ich bin Jonsch, ich kann nicht Schuld haben. Boah. Ah je. Also bei mir sah es lange Zeit lang so aus, als ob ich also wir ziehen jetzt ja um, das muss ich dazu sagen. Ich quatsch jetzt einfach mal irgendwas off-topic. Warum? Einfach nur so, just for fun. Und zwar, wir ziehen demnächst um. Und, ich habe keine Ahnung, wie dort, wo ich hinziehe, die Internetverbindung ist. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Und anscheinend soll die genauso schlecht sein wie die hier. Und wenn es wirklich der Fall ist, dann rege ich mich extremst auf. Warum? Sagen wir es mal so, es gibt einen guten Grund, warum ich nur einmal in der Woche Videos hochlade. Ja. Schlechtes Internet. Ich habe es mal hier probiert. Und ich kann nur sagen, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es hat eine ganze Woche gedauert, bis das Video hochgeladen war. Ehrlich war, das hat fast eine Woche gedauert. Ja, glaubt's mir nicht? Tja. Ursprünglich wollte ich auch eine Woche vorher vorher anfangen mit Let's Plays. Das ist echt abartig. Wie lange meine Internetverbindung braucht. Und die ist so schlecht, das glaubt ihr mir nicht. Ihr glaubt mir nicht, wie scheiße die ist. Ja. Jetzt lasse ich mir hier beim Endbosskampf noch schön Zeit. Ja, okay, solange man sich halt hier Zeit nehmen darf. Ne? Nein! Oh, jetzt will ich schon mal extremst langsam machen und schaff's trotzdem nicht. Warum ich das will? Ganz einfach. Naja. Ich will jetzt eigentlich aufhören mit aufnehmen. Auf jeden Fall habe ich keinen Plan, wie die Internetverbindung in meinem neuen Haus ist. Und ja. Tut mir furchtbar leid.
Anscheinend soll die genauso scheiße sein wie hier. Naja. Lass das mal mein Problem sein. Ja, ich würde jetzt... Ach, wisst ihr was? Ich nehme jetzt noch diesen Tod. Dann werden die 10 Minuten auch rum. Nee, die 15 Minuten fast. Weil das Level ist so nämlich etwas schwerer. Der Tod versteckt sich hier am Fragezeichenblock. Und das Schlimmste ist, ich kann mich eigentlich... Im Ernst? Der Tod hat sich gerade am Panzer verletzt. Scheiße. Ja, stimmt, der rutschen kann der ja nicht. Und ich kann halt nichts Besonderes machen mit Tod. Der ist eigentlich die Niete in dem Spiel. Ja. Und so kann man natürlich auch seine One-Ups verspielen. Zumindest habe ich jetzt wieder meinen Fliegenpilz. Oder Propellerpilz. Ja. Soll ich dazu jetzt irgendwas Besonderes sagen? Meine Skills im Spiel sind. Shit. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Das waren die Rolle. Das waren die. Ja, Rollen von meinem. Von meinen Eltern unten. Immerhin kann ich noch springen mit Tod. Zumindest etwas geht. Hey. Yeah! Sogar noch ein One-Up erreicht. Geil. Oh. Achso. Geht auch nicht. Das habe ich schon da. Ja, das wäre jetzt noch zu geil gewesen, hätte ich jetzt auch noch die Schnapszahl erreicht. Aber ihr werdet jetzt total enttäuscht sein, aber der Preis ist ein Toadhouse. Und das wiederum bedeutet, sollte man hier etwas falsch machen, habt ihr das ganze Level umsonst gemacht. Dann geht ihr natürlich jetzt ein paar Items zu gewinnen. Also eins hier allein, das Danke ist neu. Jo. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist genau das gleiche wie das andere davor auch. Wenn ja, weiß ich, wo das ganze Zeug ist und wo die Bösen sind. Tatsächlich. Wow, Stern. Tatsächlich. Geil. Gott sei Dank nehme ich das hier hintereinander auf. Aber jetzt weiß ich natürlich, wo das ganze Zeug ist. Es ist nicht gleich. Naja, immerhin. Shit! Gut. Ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und jo. Wir sehen uns dann hoffentlich, vielleicht oder auch nicht, im nächsten Part. Bis dann. Ciao.